Hallo und herzlich willkommen zu No Man's Sky, einer weiteren Folge, ja, in der Season 1 Staffel. Und wir sind im Live-Let's Play. Und das ist die erste Folge quasi, die erste neue Aufnahmesession nach den ganzen großen Zusammenschnittfolgen, sag ich mal. Wir haben mittlerweile auch eine Treppe. Ja, und wir haben hier beim letzten Mal aufgehört, so einen Klimbim-Turm zu bauen. Einfach mal aus Just for Fun. Das war einfach nur mal so ein Gebilde. Wir haben ja hier dieses Hoover-Auto gebaut und wir haben den anderen Buggy. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Der steht hier irgendwo rum, glaube ich. Ich hole den mal. Genau, den Buggy haben wir ja mittlerweile auch schon. Wir wollen ja auch einen Weltraumkreuzer uns holen. Und ich möchte die Basis ja noch ein bisschen mehr ausbauen. Ich möchte hier Wege bauen. Die Wege, die unergründlich sind. Und ich möchte hier... Also die Basis richtig, richtig ausbauen. Das soll noch alles was werden. Ich weiß nur jetzt nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben sind. Oder was für eine Mission. Oder was uns hier ansteht und alles. Deswegen, So, eine atomare Bergbaueinheit macht die harte Arbeit, während du anfangen. Achso, die Schaltplatte. Die Schaltplatte. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo wir die herkriegen. Was hatte der Techniker? Polyfaser. Und wir, die haben Stängel. Ganze Kupferdraht verbrauchen. Ja, ich habe Kupferdraht, den du brauchst. Ah, warte mal, wir haben ja. Ich schau mal eben ins Inventory. Inventory. Haben wir denn hier irgendwas zum Herstellen? Kupferdraht, da. Rigogen brauchen wir. Und die Schallplatte brauchen wir. Kupferdraht und eisenfreie Platte. Kandensium und Antrium brauchen wir. Ah, ja. Kann man das anpinnen? Ich pinne mir das mal eben an. Kann man zwei Sachen anpinnen? Nein, nur eine. Kandensium und Antrium. Antrium haben wir, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir Antensrium. Oder wie das auch immer heißt. Ich schau mal eben in unseren Containern. Hier ist Yelp. Da ist nichts drin. Wir können mal. Warte mal, Zink können wir eigentlich da reinhauen, ne? Weil wir schon einmal Zink haben hier. Eisen auch. Amadium haben wir auch. Iridium, Platium. Warte mal, wir können mal in den blauen mal eben. Ich finde es schade, dass man nur 9 Behälter hat. Weil es wäre so schön, wenn man ein paar mehr da drin hätte. Mhm. Nanithaufen. Ach, Nanithaufen ist ja so eine neue Währung, ne, im Spiel. Habe ich auch noch nicht so ganz, verstanden. Hatten wir das Zeug nicht schon gehabt? Kandensium ist auf jeden Fall lila, das wissen wir schon mal. Lila? Haben wir nicht da? Hallo? Da, Kandensium. Da, wir haben 300, Alter, 311 haben wir davon schon. Und Antrium auch. Was brauchen wir dafür nochmal? Ich schau mal eben. Kandensium, Antrium. 50 und 20. Halt, stopp, wir haben ja schon alles. Da können wir das mal direkt bauen. Probieren wir das direkt mal aus. So, komm. So. Dann bauen wir das doch mal eben. Wie viel brauchen wir? Brauchen wir eine? Oder brauchen wir... Wir brauchen... eine Platte. So, das heißt, ich werde die Sachen dann direkt wieder einlagern. Was wir haben, haben wir. Ich weiß, ist ein bisschen nervig mit der Menüführung. Wir sind ja hier nicht bei Minecraft oder so, aber es fühlt sich... Also meiner Meinung nach ist es für mich persönlich das Minecraft für die Konsole, weil ich kann mit diesem Minecraft auf der Konsole nicht viel anfangen, weil es total das No-Go ist, was hingegen über dem PC, weil am PC ist es viel mehr wert, das Minecraft, und deswegen spiele ich hier lieber No Man's Sky und es macht auch so viel Spaß. Klar, die Menüführung ist nicht so toll, aber mit diesem neuen Baumodus jetzt hier und alles macht das echt viel mehr Spaß. So, jetzt brauchen wir noch Kupferdraht. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir... Boah, für Glas brauchen wir auch noch. Oh Gott, da muss man mal gucken. Kupferdraht. Rigogen. Wo finden wir den Rigogen?
Das ist jetzt eine gute Frage, wo wir Rigogen finden. Das heißt, wir müssen uns erstmal auf den Weg machen nach Rigogen. Haben wir eigentlich hier irgendwo einen Container, der noch leer ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Die Dinger machen ultra lustige Geräusche. Achso, ich wollte mal eben, warte mal. Ja, machen die auch. Ich wollte die Lautstärke mal ein bisschen runterdrehen. Und die Soundeffekte auch. Machen wir mal so auf, so 45. Musik 50 reicht auch für die Lautstärke im Spiel. Speichervorgang, so. Wir haben so komische Sachen im Inventar. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinpacken soll. Das ist das große Problem, weil Lagersysteme manchmal so voll schon sind. Ach, guck mal, da nochmal Antrium. Habe ich gar nicht gesehen. Warte mal. Ich wechsle das mal eben. Das an. Wo war. Achso, das war hier. Ich bin so schlau. Aber ich bin froh, dass wir das Lagersystem sortiert haben. Also vernünftig sortiert haben, sodass wir da auch. Sodass wir da auch ein bisschen mehr Übersicht haben. Trotzdem reichen die Lagerplätze uns einfach nicht. Kannst Baupläne kaufen? Ja, weiß ich. Habe ich auch schon welche. Baupläne habe ich schon, natürlich. Aber ich würde gerne wissen, ob wir vielleicht... Apropos Bauplan, ob wir vielleicht... Ziel der ersten Staffel... Möchte nicht zu viel, ne? Also es ist ja jetzt erstmal die erste Season, wo wir jetzt sind. Ziel ist es, eine vernünftige Basis aufzubauen und einen Weltraumkreuzer zu bekommen. Ist schon viel, ich weiß, weil Weltraumkreuzer kostet echt verdammt viel. Aber, ja. Schauen wir mal. Warte mal, hier war das irgendwo mit den... Ah, hier. Baupläne. Der hat die Bauplan. Baupleinhändler. Sitzt einfach in der Ecke die ganze Zeit. So, zeig mir die Baupläne. Ich hatte ja nämlich schon welche gekauft. Hier Wände und so und tralala... Das Problem ist nur, für die ganzen Sachen brauchst du ja auch Herstellungsanforderungen. Ah, ja. Habe ich die nicht schon gekauft, hier die Wand? Ich kaufe den Bauplan mal. Bauplan schon bereits? Ja, habe ich, ja. Habe ich ja gesagt, habe ich schon. Da sind einige Sachen dabei, die habe ich schon gekauft. Ja gut, Lampe habe ich, glaube ich, auch schon alles gekauft. Stehender Pflanzenbehälter, das ist ja lustig. Ein System stehender Pflanzenbehälter zum Anbau von Nutzpflanzen in Gebäuden. Klingt interessant. Kaufe ich mal. Was ich habe ich. Gesundheitsstation, Schildsatzstation habe ich, glaube ich, auch schon gekauft. Rohre. Matt. Nip. Dieses Heilkraut ist für seinen beißenden Knospen bekannt, die geehrt werden. Nip, okay. Rigogen. Ich würde gerne Rigogen anbauen, wenn das geht. Irgendwie, aber ich glaube, das geht bestimmt nicht. Was stand da? Nochmal eben lesen. Bester Freund Gag. Nächstes Ansehen. Mitarbeiter in 8. Ach, krass. Kommt dann hier ein anderer Mitarbeiter hin, oder was? Wird da dann gekündigt, wenn ich das Ansehen verbessere? Jetzt ist natürlich ein Sturm draußen. Ist natürlich super. Da ich jetzt eigentlich gerade vorhatte, eigentlich den Weg zu bauen, aber gut, dann machen wir es halt nicht. Gott sei Dank gibt es jetzt endlich Treppen nach oben. Gott sei Dank. Ich bin so froh darüber. Wir können aber mal eben ernten hier. Aber wenn wir schon einmal dabei sind, können wir den Gravitationsball und den Beulengift mal eben abernten. Ich weiß gar nicht, wie war denn das nochmal gewesen mit den Pflanzen? Hat man hier... Wie pflanze ich denn hier nochmal was? Wie war denn das nochmal? Oh Gott. Ich bin so raus, es ist schon so lange her. Wie pflanze ich denn hier nochmal irgendwelche Sachen rein? Warte mal. Ach, ich glaube, ich weiß wie, ne? Ich glaube, hier war das, glaube ich, oder? Kann das sein? Raumteile, Strukturen, Deko, Technologie, Landwirtschaft. Ah, hier. Nip. Ach, guck mal, Nip kann gebaut werden. Ah, Preis. 10 Rigogen. Was?
Mehr erfahren, L3. Da brauchen wir auch Rigogo für. Und ein Gagnip. Na toll. Das ist doch nicht wahr. Was haben wir hier? Eiweißperlenkugeln, die haben wir ja, glaube ich, gepflanzt. Oder? Gravitationskugeln, ja, Ach ne, die beiden haben wir. Das würde mich brennend interessieren, hier mit den... Ach, ist ja krass. Okay, wir müssen auf jeden Fall Rigogen irgendwie finden oder bauen. Das wäre noch ganz geil. Die obere Etage möchte ich echt für die Pflanzen lassen. Aber vielleicht möchte ich das auch alles nochmal umbauen dann. Aber zuerst müssen wir jetzt erstmal gucken, dass der Sturm erstmal jetzt hier wegzieht. Da bin ich auch noch nicht so glücklich mit. Sturm zieht auf! Das Spiel ist immer noch so laut. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe das so leiser gemacht. Machen wir mal so auf 20 und Musiklautstärke machen wir mal so auf 35. Komm, muss es mal reichen. So, Lagerwälder. Sind hier die... Nee. Wo sind denn diese Beulendinger hin? Nein. Ist das hier? Ja, hier ist es. Nein, Gravitationsball ist schon drin. Nein. Beulengift haben wir auch schon voll. Oh Gott. Ich weiß beinahe gar nicht mehr hin, wo die mit hin mit den ganzen Klamotten. Na komm. Rangieren wir mal aus. Aber damit kann man sich gut einen Vorrat anschaffen für Geld. Dann kann man mit gut Units verdienen. Wenn man so eine Plantage dann baut. Wo stabilisiert sich die Temperatur? Ah ja, jetzt. Ich wollte eigentlich einen vernünftigen Weg hier gebaut haben, der so ein bisschen auch vorbeiführt ans Lager und so. Aber zuerst brauchen wir unbedingt dieses scheiß Zeug, dieses Rigoren. Ich weiß gar nicht, wo wir das herbekommen. Das nervt mich gerade, dass ich das nicht finde. Gut, ich würde sagen, wir fliegen mal, oder? Oder gucke ich im Internet? Das wäre voll unhöflich, oder? Im Internet zu gucken, wo man das findet. Weil jetzt auf gut Glück finden, ist auch doof, oder? Komm, wir gehen mal zu unserem Raumschiff. So. So. Hi Craig, welcome to the Let's Play Live Show. Bekomme gerade wieder Lust auf No Man's Sky. Muss morgen mal wieder weitersammeln. Bei mir war es nur zum Release, dass ich es gesuchtet hatte. Ja, das stimmt. Was macht der Turm da links? Hallo Daint35, ne? Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Der Turm macht gar nichts. Den habe ich nur so aus Spaß gebaut, um mal zu gucken, wieso die neuen Sachen sind seit dem Update. Hier die Blöcke sind, wie gesagt, hier, wo ich drauf ziele. Es ist so Lagersystem. Ich will das noch ein bisschen weiter ausbauen. Das Problem ist, ich brauche jetzt erstmal so eine komische Pflanze, die ich jetzt erstmal suchen muss. So. Hab auch gesucht bis zu Platin. Ja, Platin. Wie gesagt, die Trophäen interessieren mich ja sowieso nicht bei Spielen. So. So. Was macht der Turm da links? Er steht! Warte mal, kann ich denn jetzt hier in die Galaxie reisen? Habe ich denn noch genug Treibstoff? Das wird sich ja zeigen. So, ich würde gerne... Hallo? War ich hier schon? Unentdeckt. Kann ich hin reisen? 5 Planeten, ein Mond. Kommen wir mal hin. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja da endlich, vielleicht finden wir ja da endlich was zum Sammeln. Was wir brauchen.
Oh mein Gott, eine neue Galaxie entdeckt mit einem grünen Planeten. Alter, so einen Planeten habe ich auch noch nie gesehen. Was haben wir? Planetenbasis entdeckt. Juhu! Nickel, Gold, Iridium. Das brauche ich aber gerade nicht. Was? Nanithaufen? Was stand da gerade? Baumenü aufzurufen. Wir brauchen Rigoren. Wir brauchen gerade mal Rigoren. Zunge zeigen. Temerium. Temerium kenne ich auch nicht. Haben wir. Huch. So, gucken wir mal. Oh Gott. Das Problem ist einfach, dass wir. Wir müssen wahrscheinlich so oft fliegen jetzt. So. Is No Man's Sky better now? I ask because I've been on was? Vacation for 3 months just. Yeah, it's really nice. You can build a base, build a car, you can drive around on the planet. It's really amazing. So, was haben wir hier? Da ist auch noch ein Planet hinter, oder? Oder irre ich mich da? Ich muss da erstmal hinfliegen. Da ist auch noch einer. Yeah! Haben wir den schon? Den haben wir noch nicht gescannt. So. Ich kann sogar Zwinker und Zunge. Kandensium. Nein, wir brauchen nicht Kandensium. Oh Mann, ich freue mich so, dass wir da irgendwas gefunden haben, aber... Das ist nicht das, was wir brauchen. Rigoren brauchen wir. Die Frage ist, auf welchem Planeten ist Rigoren zu finden? Da hinten ist ein kleiner Planet, aber da kommen wir, warte mal. Mach das mal so. Ja! Oder ist das irgendwie so ein... Nee, das ist auch ein Planet, ne? Oder? Sounds good, yeah. Kann ich den abscannen da hinten? Ja, kann ich. Ich hoffe, ich treffe den mit dem Scanner. Hallo? Kandensium. Oh nein. Haben wir den schon? Den haben wir noch nicht. Der hat auch nichts. Der hat... Gold und Dings. Okay, dieses, haben wir jetzt alle gescannt schon hier? Das haben wir... Wir brauchen unbedingt... Wie sind die Dinger denn jetzt nochmal? Jetzt muss ich nochmal selber gucken. Das ist unser Dings. Warte mal. Exo-Anzug. So, jetzt gucke ich mal eben. Das war bei Produkt herstellen, ne? Und zwar unter... Hier. Rigoren. Kann ich das anpinnen? Anpinnen. Ich pinne das mal an. So. Kupferdraht herstellen. Produktrezept erfolgreich angepinnt. Im Baumenü drücken, um das aktivierte Rezept zu ändern. Ja, will ich aber nicht. Ich muss das erstmal... Ich muss erstmal ein anderes Dings finden. Ich muss... Fotomodus? Was passiert denn im Fotomodus, wenn ich jetzt hier bin? Ne. Ne. Wie geil! Ich fliege aus meinem Raumschiff raus. Boah, wie geil das aussieht. Boah, wie geil. Hui. Was, Sonne bewegen? Wie Sonne? Ach so. Lol. Ich kann machen, dass das Licht dunkel wird. Ach, wie krass.